Was geht ab, Freunde? Und nachdem wir Rocco im letzten Part besiegt haben, machen wir jetzt mal weiter. Und ich habe mir ein bisschen vorgenommen, ich habe ein bisschen mit meinen Kollegen geredet, wie das so läuft, wie die sich ein bisschen vorstellen, ein bisschen ausgetauscht wegen Let's Plays etc. Ich werde immer für jeden Part immer mal ein Ziel setzen und dann darauf arbeiten, dass sie das in dem Part erreichen, wenn im Endeffekt nicht, auch nicht schlimm, dass du einfach nur helfen, dass ich quasi ein Ziel habe und da nicht durchrushe, aber diesen Ziel gehe, sag ich mal. Und Ziel für diesen Part ist an der Stelle, wir wollen auf jeden Fall versuchen, Mondberg zu überqueren. Let's go. Hey, du da, was geht ab? Depp, übel. Das ist scary, also eigentlich grün. Ne, grün war im Manga rot oder ich guck mir, ich weiß nicht. Blau, ich wusste. Oh, wow, blau und. Nee, eigentlich im Manga hieß das Mädchen blau, da bin ich eigentlich sicher. Glaube ich. Kann auch sein, dass verwechseln. Anyway, hier ist er blau. Heimatort, alles zu einer Abenteuerreise aufgebrochen sind. Da muss ich natürlich sofort mal nach dem Rechten sehen. Ja, jetzt komm her. Tja, falsch gedacht. Wie es aussieht, hast du den Arena schon ganz allein besiegt. Ja, ja, ich bin minimal beeindruckt. Hier nimm das als Belohnung. 5 Superbälle, dankeschön, Blau. Ja, jetzt it. Blaue Dinge sind super, die haben eine höhere Fangquote als normale Pokébälle, aber mal was ganz anderes. Das ist doch ein Pokédex, oder? Richtig. Dein Opa ist also wirklich geschafft, er hat seine Idee verwirklicht. Zu meiner Zeit hat man noch mit einem Bleistift auf einer Karte rumgekritzelt müssen, um nicht zu vergessen, wo man bestimmte Pokémon findet. Es wäre ein feiner Zug von dir, wenn du bei Opa seine Vorstellung unter die Arme greifen würdest. Also dann, hat er gesagt, man riecht sich oder man sieht sich? Anyway, Blau, hau rein. Aber... Ah, ich will mal nicht spoilern, weil ich glaube... Ja, ich lasse es einfach mal. Wenn ich mich daran erinnere, später irgendwann, was ich sagen wollte, dann sage ich euch das. Was ich gerade sagen wollte nach Blau, nachdem wir Blau gesehen haben. Oh, Aerodactyl. Ja. Lass mal rein, warum nicht? Aerodactyl sein Fossil kriegt man ja eigentlich durch die Hintertür, ne? Nachdem man Zerschneider hat. Bin gespannt, ob wir das noch früher oder später... Oh, Kabutops. Fossil. Oh, ja. Oh, was ist das? Aerodactyl-Fossil, krass. Die Aerodactyl-Folge war so oder so brutal damals, Freunde. Da hat sich ja Glutex zum ersten Mal entwickelt, weil er unbedingt auch... Das war so geil, er war so wütend, dass er nicht fliegen konnte und Aerodactyl fliegen konnte. Und deswegen ist einfach zu Glurak entwickelt und hat dann auch Flügel bekommen und Aerodactyl dann zerrissen. Raumfahrt, okay. Die Voice Drops. Mit Hilfe von Mondberg. Mondberg zu Mondberg werden wir gleich aufbrechen, Freunde. Ich würde gerne mein Taubsi, ohne Spaß sagen, ich hatte gerade im Kopf mein Taubsi Dokkan Awaken, aber Taubsi, weiterentwickeln zu Tauboga, das würde ich echt gerne machen. Wenn wir das heute auch noch schaffen, wäre es echt nice. Das wäre echt nice. Und by the way, zu der Frage, ich glaube Part 1 oder 2 habe ich gefragt, ich weiß noch nicht, wie ich das handhaben werde, ob ich jeden Tag 2 Parts raushauen werde oder einen. Die Sache ist folgendes, das wird ja quasi nebenbei laufen, so gesehen. Ist ein großes Projekt für mich, so ist es nicht. Aber mit nebenbei meine ich, quasi jeden Tag wird ein Let's Play rauskommen um 12 Uhr. Und zusätzlich dazu natürlich noch der Content vom normalen Channel, so. Sei es Dokkan, Blazing, Legends und so weiter und so fort, Freunde. Deswegen, das wären 2 Videos pro Tag für die nächste Zeit. Und ich glaube, ich werde es bei einem Let's Play pro Tag belassen. Vorerst. Wir können natürlich gerne darüber noch diskutieren oder im Feedback oder ich rede gerade in die Zukunft hinein. Das eigentlich sollte ich das nicht machen, aber ich rede gerade in die Zukunft hinein. Ich rede gerade in die Zukunft hinein, obwohl ich dann quasi Kommentare zu der Frage schon habe. Heißt, wir werden im Endeffekt dann auch schlauer und ihr werdet es wahrscheinlich auch schon wissen. Aber ja, konzentrieren uns mal auf das Spiel jetzt. Im Supermarkt war ich legit noch nicht, aber da müssen wir gar nicht hin. Warte, wir sollten vielleicht mal unsere Pokémon healen. Heilen, weil ich nach dem Kampf wurden die geheilt. Sieht so aus, naja. Ich konnte mir doch die AP der Attacken ansehen, aber wir machen einfach mal weiter hier. Route 3, let's go! Wir brechen auf zu Route 3. Der hat da oben mit dir kämpfen, ich sehe es. Oder der hat irgendwas zu besagen. Oh! Was schaust du mich so an? Du hast mich zuerst angestarrt, Lady. Junge Lady, du hast mich zuerst angestarrt. Ich sag's dir, ja. Höre Lena. Oh, immer diese Lena. Miraplan! Aber wir haben Taubsi gelockt. Ne, wir haben Miraplan auch. Ah, hätte ich mal Taubsi gelassen. Macht nichts. Ah, Miraplan, let's go. Gucken wir uns das Ganze mal. Moment, eine Sache will ich mal ganz kurz schauen. Miraplan ist nämlich schon vom Pflanze Gift. Yes, ist sie. Ja, wir hauen mal Taubsi rein. Let's go. Wir hauen Taubsi rein. Taubsi ist sehr effektiv, ne? Flug gegen Pflanze an der Stelle.
Oh, deswegen machen wir das Ganze mit Topsy auf jeden Fall hier. Ja, Freunde, Mondberg ist auf jeden Fall unser Ziel. Zum Mondberg sollten wir kommen. Ich bin gespannt, ob wir da noch einen Carpador kriegen von dem Typ gegen 500 Poké-Dollar. Und dann, außerhalb davon, bin ich halt gespannt, wie weit wir im Mondberg vorankommen. Ob wir es diesen Part schon schaffen, durchzukommen, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich werde dranbleiben, Freunde. Ich werde dranbleiben und wir werden hier in dieser Zeit gemeinsam wachsen müssen. Auf jeden Fall gemeinsam wachsen müssen. Ja, weil wie gesagt, das ist das erste Mal so ein Let's Play für mich, aber es macht Fun. Es macht echt Fun. Es macht echt Spaß auf jeden Fall. Okay. 31 Punkte, Miraflar. Ratzfratz, BD. Level 6. Rasser Ellendruck zu Kleber. Nice. Gyrelena, keine Lust mehr, ne? Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Aber wie gesagt, wir haben uns auch darauf geeinigt. Ich denke, dass wir machen, wir fangen mehr oder weniger nur noch neue Pokémon, die wir sehen. Ja, einfach mal so entschieden, weil ich glaube, wenn wir jetzt jedes Pokémon fangen würden, ab einem Zeitpunkt muss ich wahrscheinlich Pokémon trainieren, das werde ich wahrscheinlich aber dann offscreen machen, damit wir dann nicht so viel Zeit damit verschwenden, da immer Pokémon zu fangen. Trainer-Coach. Damit wir da nicht viel Zeit verlieren mit diesem Training, also das ist ja durchs Fangen, das ist ja ein anderes Training wie sonst. Wenn ich mal so sagen darf, okay, wenn du dann können auf die Probe stellen willst, dann fordere uns heraus. Ja, komm doch her, du Kleiner. Ja, komm doch her. Komm her, Junge. Oh, Junge. Ich habe mich schon sonst darauf vorbereitet. Trainer-Coach Findus. Oh, Bisasam. Bisa. Oh, ich habe vergessen, Topsy zu ändern. Was so ein Level hat der Bisasam? Level 11. Ich muss mal Topsy auf die erste Stelle bringen. Das darf ich vergessen gleich. Topsy. Einwechseln. Bisasam. Bisasam! Frage an euch! Von der Kanto-Region, welches Starter-Pokémon habt ihr damals gewählt? Ich habe Glumanda genommen, Instant Glumanda. Ich habe mich, als ich Glumanda zum ersten Mal sah, habe ich mich sofort verliebt in Glumanda auf jeden Fall. Taubsi! Okay, okay, das ist sehr effektiv. Tackle. Oh, ich bin gespannt, ob wir die Starter auch fangen können, ne? Ich bin echt drauf gespannt, ob wir die Starter fangen können. Das heißt, ich werde mal gleich im Pokédex nachschauen, ob wir die da irgendwo finden oder nicht. Aber ich bin verdammt nochmal gespannt drauf. Ich bin echt gespannt drauf. Bisasam. Oh, Bisasam ist so nice. Aber jetzt leider. GG. Sack raus mit dir. Ja. Wo seid ihr? Wo seid ihr schwer zu besiegen? Ich habe nichts davon mitbekommen. Geschenk? Beleber. Okay, schon so frei ein Beleber, nicht schlecht. Okay, Beleber ist natürlich dafür da, wenn ein Pokémon bewusstlos ist oder kampfunfähig oder besiegt. Oder wenn jemand das so mögen darf, gestorben ist. Da kann man ihn wiederbeleben. Taubsi, geben wir mal hier kurz einen Trank. Kann man das von hier aus machen? Nee. Ich glaube nicht, sah nicht so aus. Beutel, da kommen wir kurz in Pokédex rein wegen Bisasam. Einsetzen, einmal Taubsi geben wir dir. Dankeschön. Mal im Pokédex rein, ob wir da schon sehen können, ob man diese Samen irgendwo fangen kann oder nicht. Da bin ich jetzt echt drauf gespannt. Oh, das sah geil aus. Habitate. Unbekannt. Bin gespannt, vielleicht kriegt man ja noch diese Samen oder so. Wäre brutal, wenn das wie in Pokémon Gelb gemacht. Wenn sie das wie in Pokémon Gelb gemacht haben. Schau nicht weg, komm her. Dass man die Starter noch bekommt. Da wären wir aber dann nach Azuga City schlauer. Ja. Grüßen, sag ich mal. So, die Teenager mit ihren Shorts. Tim! Knirps Tim, komm mal her, mein Freund. Aber die haben sie echt gut gemacht. Aber Freunde, seht ihr das? Das ist... Ich habe mir das damals erträumt, dass ich die Anfangsedition auf so einer Grafik, sag ich mal, spielen kann. Auf so einem... auf einer Heimkonsole mit so einer Grafik. Ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Und das ist das erste Mal so passiert mit dem. Ich meine nicht Pokémon Stadium und so, Pokémon XD meine ich nicht. Ich meine so, das ist auch okay. Das ist auch keine Hauptedition, Let's Go Pikachu, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und das Spiel nächstes Jahr wird, das wird brutal, wenn da ein Hauptspiel rauskommt quasi. Und die haben gemeint, dass sogar auch, dass eine bessere Grafik haben sollte als das hier. Ja, der hat mich echt drauf gespannt. Aber jetzt, let's go, wir sind halt Pokémon, let's go. Aber ich finde das mit dem Kampfsystem übertrieben nice. Das mit dem Pokémon in dem Hauptspiel... Sollte das nicht so sein nächstes Jahr. Hier ist es halt so, dass man wilde Pokémon nur fangen kann, nicht bekämpfen. Ah, es ist eine Gewohnheitssache. Um ehrlich zu sein,
ist eine Gewohnheitssache. Ihr habt schon gemerkt, ich war da so ein bisschen verloren. Und ich habe da einfach jedes Pokémon gefangen und gemerkt, oh, wir kommen eigentlich gar nicht weit so. Aber ja. Das ist echt Gewöhnungssache. Kämpfen würde ich trotzdem gegen jeden. Ich finde, das gehört einfach dazu. Genau. Aber das mit dem Fangen. Also, sag mal so, weil. Ich hätte auch jedes Pokémon, das ich so wild sehe, sag ich mal, einfach besiegt. Aber da hätte ich irgendwie kommt mir so vor, als hätte ich mehr davon. Aber Pokémon die ganze Zeit zu fangen, das dauert doch ein bisschen länger, als einfach nur so auf den A-Button zu klicken. Wisst ihr, was ich meine? Nidoran hätte ich auch gerne, Nidoran. Ohne Spaß. Windstoß erstmal hier, bitte. Miau. Ah, nicht so viel gemacht. Nicht so viel gemacht. Schnabel. Keiner weiß, ohne Spaß. Taubsi würde ich gerne entwickeln, ohne Spaß. Taubsi entwickeln. Wenn das ein Ding, aber im Mondberg wird es wahrscheinlich schwer. Außer, weiß nicht, ob wir das heute noch schaffen. Level 12 sind wir, Level 16, nee, Level. Taubsi sollte sich Level 18 entwickeln, wenn mich alles täuscht. Level 18 und dann 30, oder was 16, 30? Ist lange her, Freunde, ist lange her. Aber darum, deswegen spielen wir das Game. Und welche Pokémon? Mankey! Oh, komm her! Komm her! Yeah! Mankey! Wie cool der ist! Level 3 nur? Bitte? Jungs, nicht mal, Junge, du bist nur auf Level 3. Du bist nur auf Level 3, beruhig dich mal, Mankey. Oh, ich wusste es. Okay, Sass, nutzt mal eine Rede. Nee, das nicht. Ich soll ein bisschen ruhig halten, unser Mankey. Mach mal langsam, Mankey. Nein! Oh, das war eigentlich nice, aber... Mankey ist cool. Razov! Razov ist doch brutaler, ohne Spaß. Korrekt. Mankey, sollen wir Mankey reintun ins Team? Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie viel Leben man beim Fangen bekommt. Ja, die werden automatisch in die Box geschickt. Ich kann nicht mal auswählen, ob ich die direkt reinbekomme oder nicht. Aber ich gehe stark davon aus, dass die Charaktere in der Pokémon-Box keinen Erfahrungspunkt erhalten. Das hätte keinen Sinn. Nee. Aber ich würde gerne mal Mankey trotzdem reinholen für... Aber Raupi würde ich auch gerne entwickeln, möchte sein. Für Ratzfratz. Radikal, Mankey. Ja, für Ratz. Habitak. Ich meine, wir haben schon Taubsi. Lass uns Habitak rausklatschen. Raus mit dir. Zack, raus, aber schnell. Oh nein. Pokémon Box. Mankey, komm mit sie. Also ich achte jetzt auch nicht, Freunde, so auf was für ein Wesen der hat und so, soll ich ins Team tun oder nicht. Oh nein, was mache ich? Weil, dieser Kampfaspekt, der ist nicht so wie in den Haupteditionen. Ihr merkt es, ihr merkt es. Deswegen lasst uns einfach hier Spaß haben. Und natürlich... Sandan! Was? Oh nein! Nein! Das ist ein bisschen komisch, weil meine Konsole und mein Fernseher, es ist so links schräg von mir, deswegen. Ja, die Ausreden außerdem. Nein, ist schon ein bisschen komisch, Freunde. Sandan! Okay, komm schon, Sandan. Komm schon. Bleib in deinem Pokéball. Yeah, Sandan. Ich feier Sandan. Das sieht so geil aus. Sandan ist cool. Raupi Level 7. Warte mal. Raupi? Ja, wusste ich's doch. Unsere erste Entwicklung. Raupi und Safcon, Freunde. Die erste Entwicklung. Haben sie geil gemacht, die Animation, finde ich. Die Animation sieht richtig schön aus. Safcon. Die Animation sieht echt schön aus. Nice. Schön. Das freut mich. Das ist geil. Safcon erinnert Härtner, alles klar. Geil. Ich würde gerne Sandan ins Team holen, genau. Sandan holen wir auf jeden Fall ins Team. Cool, dass Sandan schon so früh droppt. Oder was heißt droppt? Sondern kommt. Finde ich cool. Okay, und zwar, wen tun wir aber jetzt für Sandan raus? Ah, Ratzfatz, raus mit dir.
Und Sand. Ey. Und Sand dann rein, bitte. Genau, dankeschön. Sehr cool. Nice, okay. Wir kriegen die Tree raus. Ihr seht schon. Ist auch immer so, wenn man das Spiel anfängt. Let's go, wir kämpfen mal direkt. Also ja, Ziel war Mondberg überqueren. Wir sind nicht mal im Mondberg angelangt. Also Ziel ist auf jeden Fall erstmal in Mondberg nahe zu gehen, sag ich mal. Ziel geändert. Nein, Spaß. Wir arbeiten dran, wie gesagt. Nidoran weiblich, nice. Los, Topsy. Kämpft sie. Windstoß. Zock. Okay, ruck zu dir. Und dann sollten wir down sein. Ey, zeig mir nicht dein Ass. Ey, bitte. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Mein Taub ist zwar männlich, aber ja. Alles gut, Nidoran weiblich. Mach langsam. So, bitte. Merke reicht Level 4. Nice. Schon vorbei, Cornelia. So schnell geht's. So schnell geht's, wenn du gegen Osaru kämpfst, sag ich dir. Wir machen Sandern. Nice. Aber wir machen mal weiter. Ich finde es aber geil, dass man die Pokémon so einfach so in der Welt sieht, ne? Dass sie so herumlaufen. Oh! Ich wollte eigentlich gegen den Knirps kämpfen. Aber ihr merkt schon, guck mal, damals Rote Edition, die ganze Map, wo wir gerade uns bewegen, von links nach rechts, die war einfach auf einem Screen dann. Das ist ja, also mehr oder weniger. Man muss schon ein bisschen laufen, aber das kommt mir voll viel länger vor, was wir zurückgelegt haben. Eigentlich gehe ich dann auch immer ganz runter nach links und gucke, ob es da noch ein Item hat oder so, aber ja. One shot, easy. Esse. Leon, ja, reg dich nicht auf, komm. Reg dich nicht auf. Wir gehen mal zu dem da nach oben auf jeden Fall. Ja, ihr merkt schon, kämpfen tue ich eigentlich so legit gegen jeden. Hallo. Ich stehe doch direkt vor dir. Musst du nur ansehen, mein Freund. Knirps Alexander. Oh, la. Katz. Nervös mit dir. Okay, wir kriegen nicht mehr so viele Erfahrungspunkte. Ja, die Gegner sind auch low. Wir sind einfach zu gut. Nee, Spaß. Warte mal, jetzt bist du im Busch. Nein, doch nicht. Oder? Oh, warte, Blättchen. Zum Mondberg. Zum Mo. Oh, noch ein Sandern. Pokéball. Sandern sieht so geil aus, ohne Spaß. Sandern sieht so geil aus. Es geht ab. Puh, ich muss hier erstmal eine kurze Pause einlegen. Ich bin von Azuria City durch den Tunnel gekommen. Jetzt bin ich völlig alle. Okay. Schau wieder so einen Lappen. Findest du wieder Stress? Komm, komm her. Nemo. Du hättest mal lieber in einem Disney-Film bleiben sollen, Nemo. Und dich, du hast dich hier verlaufen. Mauzi. Mauzi. Windstoß. Oh, der hat einen Stones nach uns geworfen, oder was? Der war schneller als wir. Oh, Level 13. Ah, Zahltag. Warte, ich habe jetzt auf den Schaden geachtet. Alarm, 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 Alarm. Wir holen Pikachu rein, weil Pikachu hat Doppelkick. Nee, ah, Mankey hätte ich auch reinballern können. Egal, nee, Mankey ist low, der ist noch im Best. Ich hab noch nicht so ein hohes Level, sag ich mal. Pikachu! Okay, der macht schon gut Schaden. Jetzt kriegst du mal einen Doppelkick, jetzt kick auf deine Fresse.
Jetzt bin ich gespannt, wer schneller ist. Mauzi tatsächlich immer noch krass, okay. Boah, er macht gut Schaden, Mauzi hier. Ist aber jetzt ein Doppelkick, let's go. Ah, jetzt pass auf, Freunde. Einfach rückzukleben, erster Schlag. GG. Ciao. Nice. Aber Mauzi haben wir auch gesehen an der Stelle, nicht schlecht. Ja, genau. Merk reicht Level 5. Energiefokus. Ah, Nemo, du hast dich verlaufen, mein Freund. Findet Nemo, er ist hier. Pokémon, let's go. Zahltag, oh geil, okay, Zahltag haben wir bekommen, nicht schlecht. Korrekt. Alright, dann. Lasst uns mal gucken. Ich bin über meinen Kleinschein gestolpert, genau dies. Wenn man ihn spazieren geht, ich habe den langen Fußmarsch zum Montag in Kauf genommen, um hier einen Onyx zu fangen, dass mich auf seinen Rücken reiten lässt. Nie wieder blau. Was? Willst du nicht sehen? Stimmt, warte mal. Im Mondberg sollten die Pokémon eigentlich auch herum. Also man sollte sie eigentlich auch sehen. Wenn dann Onyx. Oh, wenn wir einen Onyx im Mondberg sehen, das wäre richtig geil. Warte mal, verkauft die in Carpador noch? Früher hat man hier im Pokémon Center ein Carpador kaufen können. Ja, Pomelus Gesang, ne? Was ist das? Wenn du Pokémon fangen willst, achso, ja, mit den Ringen, ja. In den Ringen hast du, ja, okay. Rot, Chancen, Spiel, okay, ja. Also, wenn der Ring blau ist, ah, der. Du verkaufst du Carpador, oder? Nein. Ah, der da hinten, ah, ja. Ja, dein Pokerface. Ja, er wusste es doch. Her mit dem Carpador. Ja, er damit. Geil! Du bezahlst den Wucherpreis von 500 Pokédollar für einen Carpador. Ja, der hat mich abgezogen an der Stelle, das wird uns dann sagen. Aber Carpador nehmen wir auf jeden Fall an hier an der Stelle. Annehmen. Ja, mit 20 willst du Garados. Also den nehmen wir auf jeden Fall ins Team. Gucken uns Carpador mir an der Stelle an. Aber wen klatschen wir jetzt raus? Ich würde gerne wollen, dass sich Carpador wirklich entwickelt. Safko noch entwickelt, bevor wir rausklatschen. Wenn wir den mal ganz kurz uns anschauen, anschauen dürfen, was in der drauf hat, Gericht. Still. Oh lol. Spezialverteidigung hoch angefunden. Okay, das ist kein guter Carpador. Das ist kein guter Carpador. Aber ich nehme einfach mit, dass sich irgendwann entwickelt, dass wir einen Pokédex-Eintrag haben. Wobei ich. Ich mache das, nachdem Safkon sich entwickelt hat. Wenn ich es nicht vergesse. Wir hielten uns erstmal und gehen in Mondberg rein jetzt. Let's go. Und speichern. Ich sollte speichern. Ich darf auf jeden Fall nicht vergessen zu speichern. Top fit, let's go. Speichern wir hier mal an der Stelle. Nice, okay. Ah, Rocker haben wir schon besiegt. Easy. Easy going. So, auf zum Mondberg, Freunde, würde ich sagen. Hier an der Stelle jetzt. Let's go. Oh! Mauzi! Au! Mau! Oh, geil, da kann ich leider nicht hoch. Wie geil, aber wie frech. Mauzi chillt einfach. Freunde, The Legend of Zubat. Oh, Team Rocket. Rocket. Team Rocket Go. Hey, du da, hast du etwa gerade belauscht? Wie viel hast du gehört? Wie kann das sein? Wir hatten Mauzi doch extra aufgetragen, Wache zu schieben. Ach, das ist ihr Mauzi. Da ist Mauzi. Miauz. Reden kann aber Mauzi nicht, da du uns so frech bespitzelt hast. Weißt du bestimmt, dass wir hier auf der Suche nach seltenen Fossilien sind. Aber glaub bloß nicht, dass diese Knipsen wir dir überlassen werden. Ganz genau, wenn jemand diese Staubreitenschein in Zaster verwandelt, dann wir. Mahaha. Na, dann viel Spaß. Wir sehen uns eh nachher. Ich werde euch richtig vermöbeln. Paras, Paras! Hey, Paras! Wie, ich kann gegen Paras nicht kämpfen. Was? Hä? Was? Lag? Hallo? Hallo, ich will Paras fangen. Warte, warum geht das nicht mit Paras? Paras. Es ist so besser mit dem Wurf. Okay, das ist klar. Okay. Mach mal langsam. Oh, lol. Ich hab, ja. Kleinstein. Yeah, nice, nice.
Die Kleinstadt holen wir mal nicht ins Team. Lass ihn mal einfach so. An sich, normalerweise baue ich mein Team, wie gesagt, bei Pokémon Let's Go ist glaube ich einfach nur Spaß. Aber an sich baue ich mein Team immer so, mehr oder weniger, dass die Grundtypen, also, dass ich ein Feuer-Pokémon habe auf jeden Fall. Ein Wasser-Pokémon und dann entweder Pflanze oder Elektro. Ein Pokémon, was fliegen kann, so ein mystisches Pokémon, sage ich mal, sei es ein Drachen-Pokémon, Geist, Psych, irgendwie sowas. Und ein, wo so ein Tank ist, sage ich mal, so Bodengestein-Pokémon. Das ist dann mehr oder weniger mein Grundaspekt. Jetzt aber, Grundaspekt immer so, wie ich mein Team am Anfang gebaut habe. So Leute, Willis Paras. Großartig. Nice, Paras haben wir auch gefangen, sehr gut, Kleinstein haben wir einen. Lass mal den Gegner da oben besiegen und dann sind wir im Mondberg angekommen, Gott sei Dank. Im nächsten Part sollten wir dann im Mondberg durchkommen, hoffentlich. Wir speichern dann gleich das Spiel nochmal ab und dann wär's das vorerst von diesem Part. Wie gesagt, wir besiegen aber noch gleich den Gegner hier an der Stelle. Und da bin ich echt auch gespannt, ob wir ein Onix finden, Freunde. Ob wir ein Onix finden, darauf bin ich gespannt. Aber Kleinstein, dich wollen wir nicht. Oh, okay, wow. Der liegt aber einen weiten Weg. Oh, lol. Ah, Kleinstein blockiert ihn einfach. Keiner weiß, keiner weiß. Benjamin, ja, Benny, jetzt komm mal her. Smackbo. Wow, Benny hat Smackbo, nice. Los, Taubsi. Ja, also Ziel für diesen Part haben wir nicht erreicht, ganz klar. Mondberg sind wir angekommen. Aber wir werden, Freunde, ich hab's vielleicht oft gesagt so in den letzten Parts, aber sorry, wir werden einfach gemeinsam hier schlauer, wie wir das Ganze mit den Let's Plays handhaben werden. Weil das ist, wie gesagt, Neuland für mich, aber hoffentlich haben wir gemeinsam Spaß. Das ist erstmal das Wichtigste auf jeden Fall. Alright! Wir holen uns unser Pokémon ab, wie gesagt, speichern wir gleich in einer guten Stelle ab. Und dann wäre es das für das heutige Let's Play, Freunde. Wir sehen uns dann auf jeden Fall dann morgen wieder in einem Let's Play. Stachelspore für wen? Ja, warte mal, für Paras. Oh! Nee, stopp. Wachstum kannst du. Ah, ne, für Mirapla. Okay. Mirapla? Soll er sich auch demnächst zu Duflo entwickeln? Duflo? Giflo war der letzte. Giflo und Rubella, nämlich. Also, ja. Glaube ich, ja. Anyway, holen wir uns das hier noch ab. Und dann würde ich sagen, speichern wir ab, Freunde, bei unserem Boy Kleinstein. Einmal speichern. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder, Freunde. Und genau, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Danke fürs Einschalten. Bis dann. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. I'm done. Next time you ain't won't be alright.